Nationalsozialisten träumen davon, die ehemaligen deutschen Kolonien zurückzugewinnen. Doch auch im Film sind die Schwarzen nur die Kofferträger. Trotzdem, die Statistenrollen sind begehrt. Man hat sich gefreut, den einen oder anderen war schon mehr Freundschaft gewesen. Und dann hat man sich gefreut, dass man wieder zusammenkam. Ne? Der Sohn eines Einwanderers aus Kamerun und einer deutschen Mutter arbeitet im Hauptberuf als Artist. In der Welt des Zirkus bemerkt er von einer systematischen Verfolgung der schwarzen Minderheit zunächst noch nichts. Das ändert sich, als Manga während einer Tournee die Frau seines Lebens trifft. Hertha, eine attraktive blonde Tänzerin. Es ist eine Romanze unter Lebensgefahr. Nach der Ideologie der Nazis begehen die beiden Rassenschande. Gesetze habe ich im Traum nicht dran gedacht. An Gesetze. Ich habe gedacht, ich bin ein freier Mensch und warum soll mein Mann nicht auch ein freier Mensch sein? Aber er war farbig, ja, das war mir schon klar, dass Reibereien geben könnte. Da hatte ich Angst, dass er darf unfruchtbar machen oder mich unfruchtbar machen. Nicht? Das war ja Rassengesetz. Nicht? Aber der Beistand war ja nur woanders, nicht? Was die Liebe anbetraf. Die Beziehung lässt sich nicht länger verheimlichen, als ein Kind unterwegs ist. Im Dezember 1943 wird die Tochter geboren, Hannelore. Von nun an ist jeder gemeinsame Gang ein Spießrutenlauf. Manga besorgte einen Kinderwagen, es war so ein Tieflader. Ganz schick. Naja, das Kind rein, wir gingen auch spazieren. Kommt eine Frau, sieht ihn, sieht mich. Hat sie mich angespuckt. Da sag ich zum Manga, ich sag, was war das denn? Jo, die hat dich gehasst, weil ich dann nebenher gehe und dein Kind ja auch wohl nicht ganz hell ist. Ich sag, ja, sag ich, das wird so sein, denn sie war ja auch ein wenig dunkel. Die Tochter ist kaum auf der Welt, da bekommt das Paar ein bedrohlich klingendes Schreiben. Es ist die Vorladung zum Reichsrassenamt. Nach einigem Zögern begeben sie sich auf die Nazi-Behörde. Sie sagte zu mir, wir müssen dann hin, ja, dahin, rein ins Büro. Da saß einer von hinten, schon von weitem hat mich schon so ein bisschen angeschielt. Da hörte ich nur, sie wollen heiraten, wo sich 1000 Soldaten an der Front sind, wollen sie unbedingt Neger heiraten. Ich merkte nur, wie der Stuhl hochging. Da habe ich dann so ganz kurz hinten die Hand von meinem Mann genommen und habe sie schon so ein bisschen so gestreichelt, wollen wir mal sagen, dass er sich beruhigen sollte. Man musste die Schnauze halten. Man konnte nicht widersprechen. Und man konnte sie nicht, dann wären sie noch wieder geboren. Dann sagt er, naja, wenn er für das Kind aufkommt, dann ist wenigstens der Staat davon befreit. Und das macht ihr Mann zur Zeit. Ich sag, mein Mann ist Artist. Naja, sagt er dann. Alles klar. Mehr wollte ich nicht wissen. Halle Hitler. Die Tänzerin und der Artist touren weiter durch Deutschland. Auf der Bühne treten sie in derselben Revue auf. Doch im Hotelzimmer dürfen sie sich nicht zusammen sehen lassen. Auf einmal klopft es. Ja, hier ist Rassenkontrolle. Habe ich ihm gleich die Decke über den Kopf geschmissen. Ihre Papiere bitte. Ach, sagt er, ist das ihr Kind? Ich sage ja, alles in Ordnung. Weg war er. Aber mein Herz, ich hab's laut gehört und gedacht, wenn sie den jetzt gesehen hätten, dann wären wir beide und das Kind weg ab. Die kleine Familie kommt heil durch die Nazi-Zeit. Noch im Mai 1945 wird geheiratet. Es wird eine Tournee fürs Leben. Sieben schwarze Schicksale, siebenmal Überleben in Deutschland. Sie alle sind hier geblieben, als es mit dem Nazi-Spuk zu Ende war. Doch in letzter Zeit haben sie wieder Anlass zur Sorge. Den ehemaligen Buchenwald-Häftling Gerd Schramm hat es nach dem Krieg nach Eberswalde verschlagen. Ausgerechnet dorthin. Er wird Chef der Freiwilligen Feuerwehr.
Als Neonazis den Treffpunkt für afrikanische Einwanderer anzünden, können seine Leute das Feuer rechtzeitig löschen. Das hat ihn sehr gefreut.